Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von UL, Thermoplastics Testing Center. Der VDI-Kongress Kunststoffe im Automobilbau lockt in jedem Jahr die Elite der internationalen Kunststoffbranche nach Mannheim, so auch im Jahre 2016. Die Automobilindustrie zählt zu den wichtigsten und größten Abnehmern von Kunststoffprodukten weltweit. Sie sorgt insbesondere durch ihren Innovationshunger für stetig wachsende Anforderungen an Materialhersteller, Kunststoffverarbeiter sowie Anlagen- und Maschinenbauer. In Mannheim trafen wir viele von ihnen. Nun, Herr Marschall, wir haben sicherlich in diesem Jahr das immer noch aktuelle und wieder aktuelle Thema des automobiltechnischen Leichtbaus, und zwar in allen Anwendungen im Exterieur, im Interieur oder auch im Verborgenen, unter der Motorhaube beispielsweise. Und hier ist ganz besonders im Vordergrund in diesem Jahr der intelligente Materialmix. Also der Mix, Verbindung von Kunststoffen mit metallischen Komponenten. Und hier sind insbesondere natürlich auch neuartige Herstellverfahren ganz besonders im Fokus in diesem Jahr. Und wir brauchen den automobiltechnischen Leichtbau, um möglicherweise andere Funktionalitäten im Auto darzustellen. Denken Sie nur an die Batterietechniken. Die Batterien sind größer, die werden schwerer. Das muss durch die Strukturen und durch das Interieur im Fahrzeug doch kompensiert werden. Wir haben uns auf dem Kongress mit begleitender Fachausstellung umgeschaut und mit den innovativsten unter den Ausstellern gesprochen. So zum Beispiel auch mit dem Thermoplastic Testing Center der Firma UL, die beim VDI-Kongress ihre Automobilkompetenz demonstrierte. Je nach Definition befinden sich heutzutage in jedem Pkw um die 200 Kilogramm Kunststoffe, Tendenz stark steigend, mit auch ganz vielen neuartigen Formen der Modifikation von der Oberflächenstruktur, Kohlefaser-Einlegeteilen und so weiter. Und gerade aber die Prüfung, die Testung und auch die Standardisierung solcher neuartigen Werkstoffe ist ein sehr umgreifendes neues Thema. Ja, wir als Thermoplastic Testing Center der Firma UL haben 60 Jahre Erfahrung in der Verarbeitung, Testung und auch Zertifizierung von Kunststoffen. Traditionell kommend aus dem Bereich Elektroelektronik, seit einigen Jahren sehr stark im Automobilbereich. Und unser Anspruch an uns selbst ist, zu einem führenden Ansprechpartner in der Automobilindustrie zu werden. Und dazu bedienen wir schon jetzt die komplette Value- und Lieferkette in der Automobilindustrie, angefangen von der Kunststoffentwicklung, Kunststoffproduktion, Teileproduktion bis hin zu den OEMs. Und wir erfüllen einen Großteil der zum Beispiel OEM-Standardspezifikationen zum Testen. Also die Kunststoffindustrie, die also diese Bauteile herstellt, die müssen sich vernetzen, die müssen weltweit operieren. Und dazu dient natürlich auch diese Veranstaltung hier in Mannheim für die Fachgespräche entsprechend der ganzen Wertschöpfungskette, also entsprechend der Kette vom Rohstoff über die Maschinentechnik bis hin natürlich zur Bauteilherstellung. Und natürlich wollen die kunststoffherstellenden Firmen sich mit den OEMs vernetzen und hier bei dieser Messe und bei diesem Kongress hier zu erfahren, wo geht denn der Trend hin, wie kann ich mich präparieren, was macht der Wettbewerb. Nicht? Und insofern sind wir wirklich froh, dass wir diesen Szenentreff hier wieder in Mannheim haben. Übrigens, wir sprachen ja heute Morgen drüber, zum 40. Male hier in Mannheim. Und ich bin ganz sicher, dass wir auch in den nächsten Jahren immer wieder ganz interessante Themen hier nach Mannheim bringen können.